Der Fairplay-Pokal geht in diesem Jahr an die BSV Ruxel 3. Neben mir sitzt Kai Rüschhoff-Nadermann, der Trainer des BSV. Ihr seid leider abgestiegen, aber ihr hattet eine Mannschaft zusammen, genau, die ja, nicht so von der Mannstärke her so groß war. Ihr hattet eigentlich Probleme personell. Erzähl doch mal ganz kurz, wie die Saison bei euch gelaufen ist. Ja, also wir sind eigentlich sehr ambitioniert in die Saison reingegangen, weil wir in der Vorsaison Zehnter in der Kreisliga B geworden sind, nachdem wir davor aufgestiegen sind. Und ja, dann kam es leider so, dass wir generell im Verein sehr große personelle Probleme hatten. Die Zweite hatte gerade einen Riesenumbruch hinter sich, sodass wir dann natürlich auch, und das ist ja Vereinsleben, Spieler nach oben abgeben mussten. Und ja, da dünnte sich leider Gottes das erste Mal unser Kader so ein Stück weit aus. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten wirklich im Verein alle zusammen an den Kadern sowohl für zweite als auch dritte Mannschaft gestrickt. Ich bin da sehr optimistisch, dass es, ich glaube, in beiden Mannschaften wirklich wieder sportlich nach oben gehen wird und dann vor allen Dingen mit einem etwas breiteren Kader. Erster Platz, Münsters Fußballer oder Fußballerin des Jahres. Wer hat's gemacht? Das Flemmerin des Jahres, Lisanne Korn von Grün-Weiß-Amelsbüren. Lisanne, Glückwunsch erstmal von unserer Seite. Hast du irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, dass du heute hier ganz oben stehst? Danke. Also man muss sagen, die letzten Jahre war ja immer irgendwer von Amelsbüren oben mit dabei. Das hat mir natürlich Hoffnung gegeben, aber persönlich habe ich nicht damit gerechnet und ich dachte, die anderen haben ja auch irgendwie einen super Support hinter sich. Also war es doch eine gute Überraschung. Ein Scheck über 1.000 Euro, es ist viel Geld. Also es ist schon eine stolze Summe. Ja. Hast du schon verplant oder macht man sich darüber im Vorfeld Gedanken, was man mit dem Geld macht oder ganz spontan? Nee, also im Vorfeld habe ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Deswegen habe ich mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich denke, dass wir mit der Mannschaft auf jeden Fall ordentlich feiern werden. Lukas Steinfeld ist Münsters bester Torjäger. 27 Mal hat dieser junge Mann neben mir hier getroffen für den SC Preußen 2 in der Oberliga. Luca, hast du schon jemals so viele Tore gemacht? Nee, das höchste war 25, auch für die zweite, aber ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt nochmal mit 2 Toren mehr, ist umso schöner. Sag mal eben 2 Sätze zur Saison. Ihr habt eine unglaublich gute Saison gespielt, werdet eigentlich aufgestiegen in die Regionalliga. Ihr durftet nicht nachrücken. Was ist das Gefühl, wenn man nicht aufsteigen darf? Klar tut es irgendwo weh, wenn du so ein Jahr spielst, du wirst Stadtmeister, steigst in die Regionalliga sportlich auf. Aber ich glaube, für die jungen Spieler ist das ein riesen Sprungbrett gewesen. Ich bin jetzt 3-mal in die Regionalliga sportlich aufgestiegen, 2-mal den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. Und die Erfahrung an den Jungs weiterzugeben, das ist jetzt so meine Aufgabe. Und bin zwar auch erst 26, aber ja, ich bleibe hier in Münster. Ich bin jetzt das 6. Jahr hier. Und, ja. Luca, danke. Macht den schönen Abend hier und feiert ein bisschen.